Danke! Coole Leute liken! Hilfe! Hilfe! Du solltest nicht so ein billiges Seil benutzen, sonst könnte Xia sich befreien! Passt doch! Okay, Rose, es ist soweit! Oh, Kacke, Mann! Ich hab vergessen, mein Boot zu befestigen! Okay, wer möchte mit seiner Präsentation anfangen? Ah, ich! Halt's Maul, Helmut! Und was machst du, wenn ich's nicht tue? Ah. Ich schlag dir sowas vor! Oh, sorry, ich konnte dich nicht hören. Du bist ja gemutet. Na, hört auf, ihr beide. Guckt mal, wie viele Bücher ich hier habe. Oh, wer soll sie nur aus meinen Händen schlagen? Du kannst dich so glücklich schätzen, dass ich nicht da bin, Helmut. Meine Unterhose fühlt sich so geil an. Sie ist so eng. Guck mal, wie nah ich an der Toilette bin. Zum Glück ist kein Rowdy hier. Nimm das, Helmut! Ich liebe ihn. Dunkelmut erfunden, Feuer. Feuer heiß. Dunkelmut, wow. Ich Baseballschläger. Damit andere schlagen. Hallo Kackboons, ich habe Grammatik erfunden. Danke. Ich und Dunkelmut können jetzt viel besser reden, seitdem du das erfunden hast. Dunkelmut und ich. Hallo Kackboons. Heute bin ich euer Vertretungslehrer. Mein Name ist Mr. Helmut Bitch. Lustig. Das ist mein Name, ihr Noobs. Nicht Dunkelmut, sondern Helmut. Helmut Birch! Du findest das bestimmt ganz schön lustig, hä, du kleiner Scheißhaufen? Ein Helmut, der dunkel ist und Mr. Helmut Bitch heißt. Witz aufs Maul! Was, Bruder? Verpiss dich! Also heute sprechen wir über Sexual Education. Ihr kleinen Kackboons, auf Deutsch heißt das sexuelle Aufklärung. Also heute reden wir über den Penis und die Vagina. Ist das lustig? Willst du schwer mit mir boxen? Ich hab schon vermutet, dass einer von euch mal wieder Witze macht, wie über meinen Namen. Also heute reden wir über den G-Punkt. Wo? Wie lustig. Herr Helmut Bitch kam ganz schön durcheinander durch euer ganzes Gequassel, weil ihr nicht aufpasst. Was für ein Loser. Ich hab gar nichts gemacht. Raus mit dir, Gesindel. Gar nichts. So, wo waren wir? Wie lustig. Da ist ein Schwanz auf meinem Arsch. Oh, wie lustig. Wisst ihr, was lustiger ist? Herr Helmut Bitch trägt doch noch eine Windel. Raus mit dir, Stück Müll! So, wie lustig. Herr Helmut Bitch sieht ja aus wie ein Baby. Wahrscheinlich hat er in seine Windel geschissen, aber dann wären ja noch mehr von euch hier. Ah, du stinkst. Ist das lustig? Redet! Kommt schon! Wer traut sich? Seid ihr alle Pussys? Sie sind unlustig. Du bist wohl ein ganz starker, hä? Ich mach dich ganz easy im 1 gegen 1 platt, du kleiner Kackbohn. Ich hab ein Messer dabei, hä? Ja, hier, komm, lach. Sie sind echt scheiße, Mann. Also, sie sind kacke. Raus mit dir! Wann gibt's eigentlich Raucherpause? Ihr denkt echt, ich bin ein Witz, oder? Aber ich bin ein richtig... 1 gegen 1? Ist mit Ihnen alles in Ordnung, Herr Helmut Bitch? Ich stech dich ab! Bist du bei der nächsten Party mit dabei? Klar, Digga! Und oh, fuck, Mann! Nicht der schon wieder! Oh, ich hab nur einmal gefurzt in der 4. Klasse! Guckt! Wieso bringst du die Scheiße immer mit? Weil ich euch zeigen muss, dass es nur einmal passiert ist! Aber jeder nennt mich von euch Martin der Furzer!
Okay, die Leute nennen dich nur Martin der Furzer, weil du, Martin, jedes Mal dein Furz mitschleppst. Wassalamu alaikum, meine Brüder. Es war nur einmal in der vierten Klasse. Martin, wir waren nicht mal in deiner vierten Klasse. Wir wussten davon nicht mal was. Wenn du nicht jeden Tag deinen scheiß Furz mitschleppen würdest und sagen würdest, dass du in der vierten Klasse nur einmal gefurzt hast, dann würden wir gar nicht drüber nachdenken. Ey, Dunkelmut, deine Stimme ist sowas von im Arsch. Ich hab dir gesagt, du sollst mal weniger rauchen. Wer bist du? Mom, es war nur einmal. Es war nur einmal. Ich hab gelogen. Unsere Wissenschaftler gehen davon aus, dass unser Sonnensystem vor ungefähr 5 Milliarden Jahren entstanden ist. Alles eine Lüge. Es ist vor 6000 Jahren entstanden. Das ist doch Bullshit. Allein die Erde ist schon über 4,5 Milliarden Jahre alt. Nö, denke ich nicht. Aber Wissenschaftler haben doch bewiesen, dass... Es wurden Kohlenstoffdatierungen und Sedimentschichten verwendet, um zu... Ich hab alles vor 6000 Jahren erschaffen. Das war ich! Vor ein paar Milliarden Jahren, als die Sonne entstanden ist, kam es zu kondensierten Gasen. Hier haben Sie Ihr kondensiertes Gas! Dieser Gott, der soll aus der Schule bleiben. Okay, Rose, es ist soweit. Ich zähle bis drei, dann hältst du deine Luft an. 1, 2, 3! Willkommen, Gentlemen, in dem engsten Kreis meiner Mafia. Es gibt hier nur eine Regel. Keiner betrügt Helmut den Mafia-Boss. Also, lasst uns heute ein paar Millionen verdienen. Nicht so schnell, Helmut der Mafia-Boss. Ich hab ihn, Dunkelmut. Jetzt kann Helmut, der Mafia-Boss, hier keine Drogen mehr verkaufen und so. Schieß ihn ins Bein, sag, es war Notwehr und verhafte den Kackbuhn. Was? Klaus, die Ratte? Klaus, wie konntest du mich nur betrügen? Yo, Harald, bring den Kackbuhn um. Keiner betrügt Helmut, den Mafia-Boss. Du wirst eingesperrt, Helmut. Harald, du auch? Du warst für mich wie ein Bruder. Prinz Helmut, du bist auch noch mein Bruder. Deine Zeit ist vorbei, Helmut. Selbst Ahmed, der für mich bei der Polizei arbeitet. Sorry, Helmut. Seid ihr alle verkackte Cops? Hab dich? Für Fortnite. Was soll das? Ist hier überhaupt irgendwas echt? Sind wir denn dann? Dunkelmut? Ich bin gar nicht Dunkelmut, sondern du bist Dunkelmut. Wie ich schon gesagt habe,
Niemand betrügt Helmut den Mafia-Boss. Ey, wie geil, einfach geil. Kein Gangster als auch kein Mafia, auch kein... Dunkelmut! Lasst uns ein bisschen Bier verschütten für Helmut, der nicht mehr da ist. Ja, okay. Kannst du mir 100 Euro leihen? Fick dich! Ja. Hey, Kackbuhn! Du schlägst wohl gerne Frauen, hä? Schwuchtel! Das ist voll Kopf, Mann! Wir machen dich kaputt! Also Nerds werden sie hier nicht finden. Ah, das würde ein Nerd sagen. Nerd. Aha, okay. Und kann ein Nerd das hier? Oh, oh nein, hol mich hier raus. Ich will hier weg. Okay, Runde 2! Hey du, welches Tier kann addieren? Ein Oktopus! Du hältst besser die Fresse, Nerd! Letzte Woche habe ich das Kind in sein eigenes Cello gepackt! Das ist aber sehr zweifelhaft! Also die volumetrischen Unterschiede zwischen einer Person und einem Cello sind ganz schön...